Gut, okay, für Scheckter sind natürlich Endorser sehr, sehr wichtig. Ja, immer schon gewesen, klar, Scheckter. Auch halt die verschiedenen Stilrichtungen, ja. Und da haben wir natürlich hier erstmal Nick Johnston. Absolute, ja, ich meine 1976, Scheckter, da hatten wir es gerade, ne? Genau, da hatten wir das Thema gerade. Und das ist jetzt wirklich ein Ding, was wieder in Amerika gebaut wird. Das Modell heißt Traditional, ist die Nick Johnston Signature Tread. Ganz neu für 2016. Auch der Custom Shop hat wieder einen Endorser. Yeah. Eine Form aus 76, wie wir sie eigentlich schon kennen. Coole Gitarre, hat 22 Jazzka-Bünde drauf. Hat sich durch und durch an dem orientiert, dass man das Ding einfach spielen kann. Wir haben 14 Zoll Radius drauf. Wir haben Simo Duncan Texas Hot Antiquities Pickups drin. Saugeil, ja. Saugeil. Klingen wahnsinnig. Ein Volume, ein Ton. Das, was man braucht. Klar, der 5-Way-Switch darf nicht fehlen. Ja, schon von modernere Spieltechnik. Man sieht auch hier leichtere Hals. Genau. Korpusübergang. Ne? Genau, einfach, dass man in die hohen Lagen ganz bequem reinkommt. Jumbo Frets. Flacherer Radius, ne? Ja, genau. Genau, wir haben Jazzka Premium-Bünde drauf, kommen aus Deutschland, werden nach Amerika geliefert und kommen dann wieder zu uns. Locking-Mechaniken haben wir drauf, jo. Von Hipshot. Ja. Cool. Gute Sache. Natürlich nicht nur für Blues, Rock oder Fusion, sondern Metal ist natürlich ein fettes Thema bei Scheckter. Und hier natürlich die neue Keith Merrow. Genau. Riesenbuddy von Jeff Loomis. Die beiden sind ja verheiratet. Ja. Genau, die beiden sind in fast jedem Video zusammen, yeah, zu sehen. Die Keith Merrow KM6 Mark II. Was Neues ist bei der Gitarre, das Natural Pearl Finish mit der geilen Decke oben drauf. Und natürlich dieses Jahr ganz neu der durchgehende Hals. Super. Genau. Siebenseiter natürlich auch erhältlich. Ne? Genau, Siebenseiter auch erhältlich in allen möglichen Variationen. Alles, was das Herz begehrt. Gut, und zu guter Letzt Avenged Sevenfold Sinister Gates. Ja? Genau, Sinister Gates Modell. Der Dauerbrenner eigentlich bei Scheckter. Ja. Geile Avenger-Form, absoluter Hingucker. Und jetzt im neuen Finish mit so einem matten Pinstripe-Finish. Wir haben Floyd Rose drauf, wir haben Simo Duncan Invader-Pickup drin und von Scheckter den Sustainiac. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Richtig geiles Feature. An Ausschalter für den Sustainiac und man kann dann wählen zwischen drei verschiedenen Sustain-Modes, je nachdem, wo einem gerade nach ist. Ja. Die supergeile goldene Hardware, die sich dann hier auch wieder echt cool macht.